Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar die Get Digital ist da. Ihr wisst ja, meine Lieblingsbox. So. Und wir machen sie auch gleich auf. Natürlich wieder zusammen. Ich habe natürlich noch nicht reingeguckt, weil es ist ja immer spannend, das Ganze. So. Mr. Cutter geht wieder weg. Und jetzt machen wir... So. Wir machen schön zur Seite, sodass ihr das Logo seht. Und dann gucken wir uns das Ganze an. So, was haben wir heute drinnen? Wir haben einen Flyer. Legendäre Lootbox für Nerds und Geeks, Star Trek, bla bla bla. Ja, ein Flyer. Okay, so, was haben wir noch? Wir haben... Na, ach, der grüne Neune, hier ist so viel drin. Ich sag ja, Get Digital. So, wir haben einmal... 3D-Coaster, 4 Untersetzer, Crash Bandicoot. Okay, warum nicht? Wir haben ja die schon von PlayStation, wir haben die schon von Super Mario. Jetzt haben wir auch noch die von Crash Bandicoot. Sehr, sehr schön. So, was haben wir hier? Wir haben... Der sieht aus wie eine Rolle. Dann gucken wir in die Rolle mal rein. Bestimmt ein Poster oder... So, was haben wir da? Wir haben Scratch Science Fiction Movies. The Good, the Bad and the Most Have Seen. 1927 bis... Akira, 12 Monkeys. Okay, das sind so eine Rubbel, das ist eine Rubbelgeschichte, glaube ich. Okay, da muss ich nochmal nachher ins Heft gucken. Was das genau zu bedeuten hat, das ist ja irgendwie eine faszinierende Geschichte. Müssen wir nachher mal reingucken. So, gut. Oder ihr schreibt mir in die Kommentare, ob ihr wisst, was das ist. So, ein bisschen Papier wieder weg. So, was haben wir dann? Wir haben ein... Powder... Kens. Keine Ahnung, was das sein soll. Sieht aus wie eine Dose. Und was ist hier? Ist bestimmt so ein... Zeug, was knackt im Mund. Das liebe ich ja so gar nicht, aber gut. Man muss alles mal ausprobiert haben. So, was haben wir hier? Wir haben Spider-Man. Oh, wir haben eine Puppe. Die Dinger packe ich doch immer liebend gerne aus. Das sind die mit diesen schwarzen Tüten drin. Schwarze Tüte. So, erstmal ein bisschen Folie abfummeln. Zack. So. Das sind diese kleinen Figuren, die sind gar nicht mal hässlich. Ich finde sie zwar ein bisschen, nur ein Ticken zu klein, aber oh, Gottes Willen. So. Schwarze Tüte bestimmt. Jawolla, da ist die schwarze Tüte. So. Was haben wir da? Wir haben, ach Gott, jetzt bin ich wieder überfragt. Es ist ein Wackelkopf auf jeden Fall. Und wie das Ding heißt. Ja, wenn ihr wisst, wie das Ding heißt, könnt ihr mir das ja mal sagen. Sieht faszinierend aus. Sieht aus übrigens wie eine Frau. Naja, verklickert mir das mal. Aber ich finde das gut. Das sind wirklich Mini-Wackelköpfe. Finde ich immer ganz süß. So, Müll, Müll und Müll. Immer mehr Müll. Hier wird immer mehr Müll. Oh, jetzt kommt was Großes. Jetzt kommt eine Harry Potter Puppe. Supercut Plüschi. Eine Harry Potter Plüschi-Puppe. Naja, gut. Wer es mag? Ja, warum nicht? Okay, eine Harry Potter Plüsch-Puppe. So, was haben wir noch? Wir haben ein Osterrätsel-Gutschein. Freu dich auf spannende Rätsel und nerdige Preise. Dann haben wir Get Digital Wissenschaftskarte für Verhaut. Okay. Und das Heft. Ich gucke da mal ganz kurz rein, was es mit dieser Geschichte da auf sich hat. Da steht es. Scratch Poster Science Fiction Filme. Science Fiction ist die beste Fiktion. Künstliche Intelligenz. Aliens, Computersimulation. Kommerzielle Raumfahrt, in diesem Genre ist alles möglich. Okay.
Die Filmgeschichte. Naja, gut, das können wir aufrubbeln und uns angucken. Ja, warum nicht? Warum nicht? Eine Liste, die du noch nie hattest, ja? Sehr schön, sehr gut, sehr gut. Was kommt jetzt noch Geiles? Hier kommt noch was Großes. Hier ist noch so ein großes Paket drin. Oh, was hier schon ein bisschen geknackt ist. Was ist das denn? Die waren einerseits schon ein wenig offen. Das ist ein Becher. Das ist ein Becher. Ein Trinkbecher. Mit... Okay. Aha, der kann also nicht durchflutschen, weil er hier so ein Ding hat. Kann man den... Ah, der... Oh, der ist zum Schrauben. Na, den werde ich ja wahrscheinlich loswerden, weil meine Frau den wahrscheinlich lieben wird wie nichts Gutes. Cool, das ist Hartplastik. Zum Schrauben. Und dann da seinen Schniedel reinmachen. Zack. Cool. Also das ist mal eine coole Idee. Das ist eine richtig coole Idee. So, was haben wir noch? Wir haben das T-Shirt. Das T-Shirt. Ah, nee. Hätte ich gar nicht gesehen. Hier ist ein dunkler Boden und da war noch diese Tüte drin. Diese kleine Tüte, die man immer kriegt. Das machen wir. Bevor wir das T-Shirt machen, machen wir diese kleine Tüte noch. Da haben wir nämlich diese ganzen Kleinigkeiten drin. Was haben wir drin? Was haben wir drin? Oh, diesmal ist nicht so viel drin. Diesmal ist nur ein Pin drin. Und ein Aufkleber, Skynet. Hä? Sind wir wieder bei Terminator gelandet, Skynet. Cool, ein Aufkleber, wo man was draufschreiben kann. Ja, warum nicht? Und der Pin, Layer 8 Problems. Okay. So, aber jetzt kommen wir erstmal zu dem T-Shirt. Ein T-Shirt, ein T-Shirt. So, gucken wir mal. Die Digital-T-Shirts sind ja immer faszinierend. Da hat man ja immer irgendwelche Überraschungen, was man nicht erwartet. So. Your favorite book? Your favorite book? Okay. Das muss ich mir erstmal auch nachher durchlesen, was das wieder zu bedeuten hat. Oder ihr schreibt mir das auch wieder in die Kommentare. Wäre natürlich erste Sahne. So, also, jetzt nochmal zum Ganzen. Was hatten wir jetzt alles? Wir hatten das T-Shirt. Wir hatten ein Plüschi Harry Potter. Wir hatten einen Skynet-Aufkleber und wieder einen Pin. Und diesen geilen Becher. Also der Becher ist echt geil. So, dann hatten wir... Oh Gott, jetzt ist hier alles so ein bisschen... Es ist viel Kleinzeug heute. Die Coaster sind natürlich auch der Hammer. So, diese ganzen Hefte und Broschüren hier immer. So, Mr. Cutter geht jetzt mal zur Seite. Und weiter geht's. So, also, Plüsch Harry Potter, Crash Bandicoot, dieses geile Plakat, was ich mal aufrubbeln werde, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Wenn die nächste Digital kommt, zeige ich euch, was ich alles so freigerubbelt habe. Dann diesen Wackelkopf, Spider-Man Wackelkopf, was nicht Spider-Man ist, und diese Dose mit dem Zeug, was ich nicht mehr in den Mund machen will. Ein Heft, zweites Heft, noch ein Heft und das Rätselding. Mit einer Nummer. Wer hier die Nummer gesehen hat, der ist gut. Sie ist fast zweimal durchs Bild geflutscht. Aber gut, was sagt ihr? Get Digital ist die beste Box. Was willst du sagen? Wenn man dagegen die anderen Boxen sieht, wo nur zwei, drei Dinge drin sind und sowas, hier hast du alleine von deinen Artikeln her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Artikel. Den Pin habe ich jetzt mal nicht erzählt, der ist jedes Mal drin. Und halt manchmal auch Leseproben oder irgendwas hast du auch manchmal drin. Und natürlich auch immer so eine Figuren. Ich meine, gut, das ist jetzt nichts für mich in dem Fall. Aber andere mögen es. Warum nicht? Ja, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Und wir sehen uns dann wie immer beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Thank you.